So Leute, hallo und herzlich willkommen zu War Tales. Ist ein Spiel sehr ähnlich wohl wie Battle Brothers. Hatten wir zuletzt auf diesem Kanal das letzte Video, das war ja quasi meine Lobeshymne über anderthalb Stunden über Battle Brothers, kam insane bei euch an. So gut kam schon sehr, sehr, sehr lange kein Video mehr in den ersten Tagen an. Man hat ja immer auf YouTube in seinem Dashboard als Creator so einen direkten Vergleich, um einem immer schön Druck zu geben, zu performen. Anderes Thema. Anyway, dieses Spiel ist im Early Access. Kam Anfang, Mitte Dezember raus und ist von den Machern von zum Beispiel Northgard. Es ist sehr mittelalterlich. Es ist wohl relativ düster. Und anders als bei Battle Brothers haben wir hier eine Optik, die verkraftbarer ist, sag ich mal, mit Animation und hast du nicht gesehen. Da will ich auch noch eine Sache kurz zu sagen, das ging letztes Mal ein bisschen unter, glaube ich. Ich hatte es immer wieder aufgegriffen, Thema Grafik und Ersteindruck und so weiter. Ein Kommentarschreiber oder eine Kommentarschreiberin, ich weiß es nicht, meinte, gerade bei so Indie-Studios, die ihr erstes Game machen und dann natürlich budgetär gucken müssen, wie sehr ist sowohl Gameplay und damit einhergehend coole Mechanics und vielleicht auch neue Dinge, Innovation und gute Grafik und Anschaulichkeit vereinbar, monetär, budgetär. Und da muss man ganz klar sagen, sollte ein Indie-Studio immer auf Gameplay und Mechanics setzen, wenn es nicht das Budget für beide Dinge hat. Weil im Zweifel inspiriert man dann einfach andere, neuere Titel, etwas wird aufgegriffen und dadurch wird das dann auch das Ursprungsspiel bekannter. Hier zum Beispiel durch War Tales könnte ich mir vorstellen, dass super viele dann erst dadurch von Battle Brothers hören. Aber wir gucken mal rein. So, wählt euer Schicksal. Eure Gefährten sind Lehrlingsfreunde, übrigens Deutsch, sehr schön. Lehrlingsfreunde, die ein Abenteuer suchen, beginnt mit 30 Einfluss. Gefährtenerfahrung minus 30. Startgefährten, Schwertkämpfer, Bogenschütze, Waldläufer, Rohling. Männer, die Händler ohne Arbeitgeber eskortieren. Krone, okay. Also, je nachdem haben wir andere Start. Gut, man kann natürlich noch nicht so viel damit anfangen, wenn man nicht weiß, wie viel 50 EP überhaupt ist. Beinhaltet das schon Level Up? Das wäre dann ein stronger Start, denke ich. Und was ist Verdacht? Ne? Also ich denke mir, das hier könnte sehr gut sein, weil man einfach mit viel Geld erstmal, also mit dem Höchstwert an Geld hier im Vergleich startet. Und dafür hat man weniger Medizin. Schwertkämpfer, Krieger, Speerkämpfer, Rohling, da fehlt ein Range. Das ist, glaube ich, nicht gut. Gut, das dann lieber doch nicht. Ich weiß ja nicht, ob... Hier ist halt kein Waldläufer sogar dabei. Ich weiß nicht, Waldläufer können ja Bogenschütze sein, ne? Man denke an Herr der Ringe. Schwertkämpfer, Bogenschütze, Waldläufer, Rohling. Das klingt eigentlich nach einem ganz guten Mix. Aber ein Speerkämpfer wäre natürlich... Hier sind zwei Speerkämpfer dabei. Auch sick. Wir nehmen mal das Mittlere. Wir nehmen das mal. Bei Erfahrung ist immer gut, denke ich. Verdacht. Deserteure, die vor einem brutalen Hauptmann fliehen. Naja, Verdacht ist dann wahrscheinlich etwas Negatives. Wir sind ja Söldner. Und wenn wir verdächtigt werden, beinhaltet das, glaube ich, negative Konsequenzen. Aber wir machen das jetzt einfach mal, bevor wir die ganze Zeit nur labern. Eure Gefährten sind lange Fußmärsche gewohnt. Geschwindigkeit, mit der die Einheiten ermüdet. Verringert die Geschwindigkeit, mit der die Einheit ermüdet um 10%. Sind gerissene Kämpfer. Im Kampf erhaltene Erfahrung 10%, das ist strong. Verfassung 10% erhöht, kritischer Schaden 10% erhöht, Rekrutierungskosten für Gefährten um 10% verringert. Ich würde auf jeden Fall Erfahrung nehmen, das klingt broken. Wenn sie einen Makel hätten, dann wäre das Tragfähigkeit de chaque compagnon réduit de une. Ja, Macher von Northgard sind übrigens aus Frankreich. Verringert die Zufriedenheit des Trupps um ein Moral, I guess. Kritische Treffer 3% verringert. 3% ist echt nicht viel. Gefahr beim Rasten um 10% erhöht. Das klingt schon schwieriger. Eure Gefährten werden den Trupp schneller verlassen, wenn sie unzufrieden sind. Das auf gar keinen Fall.
Ja, Traglast 1, Moral 1, das klingt nach sehr wenig, aber man weiß es halt nicht. Kritische Treffer 3%, mein Gott. 3%. Also wenn man sich committet, krass auf Crit zu gehen, dann will man ja eh was erreichen wie so mindestens 20%, oder? Und nehmen wir Startregion, Grafschaft Tiltron, unabhängiger Stadt, gut, gibt's nur. Ja, das wird so ein bisschen Early Access mäßig, denke ich. Mal alles normal, Speichermodus normal, kann man hier Eisenhard, jawohl. Also Hardcore-Modus quasi. Gut, Start. Da haben wir's. Aber das war schon eine interessante... So, und da sehen wir's, ne? Also grafisch ist das schon was anderes als Battle Brothers. Auch wenn das hier jetzt immer noch nicht krass ist oder so, ne? Anpassung. Kann ich jetzt benennen? Gut, das ist Tamumba. Ach, das ist sehr cool, muss ich sagen. Ja, das war in Ordnung. Haare vielleicht. So, ja, ungefähr perfekt. Kleidung, ja, das ist egal. So, Aufschlitzen fügt dem Ziel 4 bis 5 Schaden zu. Das sind ihre Fähigkeiten, ja, kann man nicht ändern, oder? Startwaffe. Oh! Okay, kann man doch. Also Zweihandschwert oder Einhandschwert mit Schild. Was ist sie, Rohling oder Krieger? Was war das jetzt? Ja, wir machen eher die safe Variante. Hilfsmittel. Achso, Zorn. Also Erste Hilfe klingt sehr gut. Heilt einen Verbündeten um 10% seiner maximalen Gesundheit und entfernt alle Debuffs. Das klingt sehr gut. Zwingt das Ziel zu kämpfen und bewirkt es bei ihm eine Runde lang eine Schwächung. Taunt ist auch immer gut, gerade für einen Tank. Ja, die Tankrolle sollte nicht Support sein, auch wenn das gut ist. Aber Tamumba wird viel an der Front sein. Provozieren ist da deutlich zielführender. Fügt dem Ziel 4 Schaden zu, wenn es weniger als 50% Gesundheit hat. Nee. Das wäre dann eher was für einen DD. Gut. Nehmen wir das. Wurde übernommen? Ja. Damrik ist... Was ist Damrik? Ein Waldläufer. Gut. Wahrscheinlich so eine Art Assassine. Irgendwas mit auf Beweglichkeit basierend. Das ist dann Sterzig, ja. Ist ja klar. Ja gut, der Bart, Digga. Also weiß ich nicht. Sterzig. Ja, das ist so Fuckboy-Frisur, genau. So, dann... Sterzig, so ein 3-Tage-Ding. Und seit neuestem ja auch. Ja, dann so. Fertig. Gut. Machen wir mal bei ihm. Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Startwaffe kann man nicht ändern. Geht nur Messer. Messer. Und Laufen. Zieht sich zurück und bewegt sich in gerader Linie bis zu 5 Meter zwischen Einheiten. Zorn. So, das ist wahrscheinlich eher was, ne? Aber wenn der flink ist und so, dann könnte der auch gut Erste Hilfe leisten. Könnte ich mir vorstellen. Probieren wir. Wind. Ja gut, das bin jetzt ich hier, ne? Henno. Machen wir mal so. Ja, ich bin schon... Also innerlich fühle ich mich gerade eher so. Das passt. Ja, Frisur ist bei mir schwer zu sagen, ne? Wenn man jetzt die letzten 2 Jahre sich anschaut. Zweimal eine Glatze, einmal eine Halbglatze. Einmal richtig lange Haare mit Mittelscheitel. Dann total wirr. Ich hatte auch einmal so ein... Semi-Nazi-Schnitt wegen dem Panzerfilm. Also, das ist bei mir. Machen wir mal Glatze. Das war symbolisch so für die letzten 2 Jahre, ja. Musste ich viel durch. Hatte 3 Glatzen. Und ein Schnurrbart, bitte. Gibt's nicht einen ganz normalen Schnurrbart? Ja, der, oder? Uiuiui. Das ist ein Walrossbart. Na gut. Okay. Erhält Versiertheit. Die Reichweite des nächsten Angriffs ist verdoppelt und die Präzision erhöht. Das klingt nice. Laufen. Ja, Laufen ist wahrscheinlich wiederum die safere Variante, weil man, glaube ich, sehr gut so vor Feinden als Bogenschütze fliehen kann. Also, sich in Position besser bringen kann. Ich glaube schon, dass das Pflicht ist. So, und jetzt haben wir hier nochmal Kalle. Ja. Auch natürlich Glatze. Ja. Bart passt eigentlich, oder? Vielleicht ein bisschen weniger? Ja, sowas eher, ne? Nee, wobei...
Ja, so. Okay, und der hat einen Hammer. Eine fette Keule. Machen wir mal zwei hin. Kalle muss mal richtig. Und mit Zorn, genau. Kalle muss mal richtig. Was ist das? Provozieren, gut. Ist die gleiche Klasse wie Tamumba. Ja, perfekt. Ich glaube, damit sind wir sehr rund aufgestellt. Pony? Falco. Hat auch eine Attacke? Oder eine Fähigkeit? Startwaffe. Sturmgalopp. Tatsache. Ja, geil. Abenteuer beginnen, oder? Können wir noch irgendwas machen? Nö. Let's go. Ja. Schon natürlich sehr guter Ersteindruck. Habe ich aber auch nichts anderes erwartet nach dem Mini-Hype von dem Game und was man so auf Steam gesehen hat. So. Gut genug. Es ist echt ein Segen, muss ich sagen, dass das Deutsch ist, ne? Übrigens, warum das bei Battle Brothers wohl sehr schwer ist mit der Language, deren ganzen, alle Textboxen sind auch prozedural generiert, zusammengesetzt aus random Sätzen. Und es funktioniert grammatikalisch, aber nur im Englischen. Die Entwickler haben uns geschrieben und sich erklärt, Alter, ihr müsst euch nicht erklären, alles cool, ne? In dem Spiel sind 400.000 Wörter, Phrasen, Kombinationsmöglichkeiten, irgendwie so. Und dementsprechend ist es mit der deutschen Grammatik viel zu schwer umzusetzen. Die arbeiten lieber gerade an einem neuen Game und da gucken sie auch, haben sie auch kommentiert, ja, dass sie Deutsch und so weiter, andere Sprachen reinbringen. Aber zurück zu War Tales. Genug ist genug. Viel zu lange mussten sie die Schikane dieses schrecklichen Hauptmanns über sich ergehen lassen. Doch jetzt können eure Gefährten endlich ihre wohlverdiente Freiheit genießen. Allerdings sind Deserteure nirgends gern gesehen. Weder bei ihren einstigen Mitstreitern noch bei den Einheimischen, die sie aus irgendeinem Grund als Verräter betrachten. Sie werden untertauchen müssen und dabei trotzdem irgendwie ihren Lebensunterhalt verdienen. Also wir sind anscheinend aus einer Kampftruppe irgendwie so, einem. Ja gut, das ist halt optisch auch direkt was anderes, ne? Aber ich kann jetzt gar nicht die Sicht. Ah doch, mit rechter Maus, das ist okay. Cool. Ach Gott, lol, der bewegt sich sogar ein bisschen, je nachdem. Okay, Pause. Schauen wir uns erstmal alles an. Also wir haben Moral. Zufriedenheit. Ach so, okay. Das kennen wir ja schon aus Northgard. Ein Gefährte beabsichtigt, euren Trupp zu verlassen. Minus 5. Ei. Tapferkeitspunkte. Das ist wahrscheinlich sowas wie Moral, je nachdem, wie gut man war in zurückliegenden Schlachten. Gefechten. Einfluss. Mit eurem Einfluss könnt ihr neue Gefährten rekrutieren oder bestimmte Aktionen durchführen. Aha. Tapferkeitspunkte. Nutzt eure Tapferkeitspunkte im Kampf, um bestimmte Fertigkeiten einzusetzen. Mit jeder Rast werdet ihr welche davon wiedererlangen. Aha. Das ist also wahrscheinlich für diese sekundären Fähigkeiten wie heilen oder laufen oder so. Nahrung. Da ist auch direkt eine Anzeige, wie lange, also 3 Tage. Das finde ich sehr gut. Das hat man beispielsweise bei Battle Brothers auch erst nur übers Drüberhavern lesen können. Ist übersichtlicher so. Und Kronen. Kronen, Digga. Also das ist ja wirklich genauso wie Battle Brothers. Da könnt ihr auch ruhig mal, weiß ich, australische Dollar oder so nehmen. Also, Verdacht. Das ist jetzt interessant. Bei hoher Verdachtsstufe werdet ihr von der Wache gesucht und müsst für eure Verbrechen bezahlen. Aha. Okay. Jede Region hat ihre eigene Geschichte, deren Fortschritt ihr hier mitverfolgen könnt. Wissen hilft euch beim Erlernen von neuen Blauplänen, also Blueprints, meinen die, Mustern und Rezepten aus dem Kompendium. Und Trupp und Boni. Ihr habt 5 Gefährten in eurem Trupp. Lol, das Pony zählt mit. Im Kampf, ja gut, kann ja auch mitkämpfen. Okay. Oh, die können auch Berufe haben. Wer beabsichtigt hier denn, den Trupp zu verlassen? Das würde mich mal interessieren. Verbraucht 3. Oh, hier steht sogar, was sie an Nahrung verbrauchen. Das ist cool. Sollt. Okay. Wir sehen denn also, was ist denn gut? So ein bisschen, ne? Also 7 Geschicklichkeit, das ist grün. Da gehe ich mal davon aus, dass, das ist durch Ausrüstung verbessert. Ich hatte gedacht, wenn das grün ist, dann ist dieser Charakter darin spezialisiert und levelt schneller diesen Wert oder so. Okay, gut, dann wir machen wir ein Go, da leuchtet es. Ich kann nicht ranzoomen.
Okay, jetzt gehen wir mal dahin. Ah, da leuchtet es auch noch. Okay, wow. Ich sehe gar nicht, was die sind. Oder? Also. Also es sind wirklich zwei. Also so viele, wie da rumrennen. Das ist dann sehr cool, wenn das sich so bestätigt. Das heißt, man kann dann legit durchzählen. Ist halt geil, wenn man an einem Punkt ist, wo man sich nicht alles vorstellen muss. Ja, hatte ich angefangen bei Heroes of Might and Magic oder so, wo dann da hunderte von Skeletten ankommen, aber es ist halt nur eine Zahl in Form von einer Person, eines Skeletts. Braucht man natürlich mehr Vorstellungskraft und so und dann wird's cool, aber ich finde es auch sehr nice, wenn man das nicht braucht. Bin immer riesen Fan, aber es ist natürlich schwer darzustellen und gerade für Indie-Studios, naja. Wenn ihr am Zug seid, spielt eine beliebige Einheit, die ihr in dieser Runde noch nicht eingesetzt habt. Findet heraus, welcher Gegner dann im Spiel kommt und bereitet eure Strategie vor. Also wir sind scheiße, nein, also Moin. Wir sind jetzt zweimal dran. Beliebige Kreatur, beliebige Einheit von uns, das ist interessant. Dann ist ein Wilderer im Zug und zwar, wer ist denn das? Er hier? Nee, er. Oh, er ist ein Bogenschütze. Okay. Wir haben jetzt hier keine Hexagons oder so. Tötet feindliche Einheiten, um eure Moralanzeige zu erhöhen und schneller den Sieg zu erringen. Okay, also auch wieder Moral und Flucht und Flankenmanöver wichtig. Okay. Ja, setze ich mich dann nach rechts, I guess. Dann switche ich einmal wieder. Ja, wir kennen das schon. So, ja. Okay. Dann, ich kann ein bisschen mir das Areal angucken. Ich würde das mal so machen, dass wir so auf, ne, von unserer Seite das Feld bespielen. Also, man kann nur ganz wenig rein- und rauszoomen. Aber okay, ist vielleicht auch einfach Gewöhnungssache. Also, ich zoome jetzt aus, mit wem ich dran bin, ja? Kalle? Wie läuft das jetzt? Aha. Also, in diesem Feld kann er sich bewegen. 10 Meter. Wir können warten. Wir können rammen. Ah, da ist, glaube ich, auch der Radius vor ihm eingezeichnet. Okay, dann, was ist, wenn ich jetzt einfach rechts klicke? Ah, oh, okay. Dann, der vergiftet, Okay, also am besten wäre es, wenn Tamumba hier richtig ranrückt, ja. So. Kannst du jetzt noch zuhauen? Offensichtlich. Und es gibt wieder Rüstung, I guess. Da war oben so eine graue Anzeige, bevor es auf das Leben geht. Wenn ihr einen Nahkampfangriff auf einen freien Gegner ausführt, verwickelt ihr ihn in einen Kampf. Eine so angegriffene Einheit kann nur den gegen sie kämpfenden Gegner angreifen und wird mit höherer Wahrscheinlichkeit kritischen Schaden erleiden. Nutzt dies für eure anderen Einheiten aus. Eine angegriffene kämpfende Einheit entblößt ihren Rücken. Greift sie von hinten an, um einen Bonus zu erhalten. Okay. Gut, Tamumba ist jetzt... Achso, Rückzug, Aufschützen, Provozieren. Ah, ja, ja, wir haben ja die 2 Tapferkeitspunkte. Nö, kann... Ach, das ist auch sehr cool gemacht, dass jetzt quasi so ein bisschen Scharmützeln. Atamina, gibt immer auch nicht. So, jetzt war ich doch schon einmal dran, oder? Also, kann ich jetzt einfach sagen, das war's? Beschäftigt. Gut, jetzt... Also, weil das ist ja noch nicht verbraucht. Okay, wir gehen mal... Nee, den kann ich jetzt gar nicht moven, siehst du? Also ich muss irgendwie erst Zug von Tamumba beenden. Achso, so. Ja, dann klatsche ich dem jetzt in den Rücken, glaube ich. Dann nehmen wir den hier völlig raus. Fügt allen Einheiten im Bereich 4 Schaden zu. Aber war das jetzt so sehr im Rücken entblößt, bla? Naja, muss man nächstes Mal besser drauf achten. Okay, der schießt mich jetzt wahrscheinlich ab. Wahrscheinlich Kalle. Okay, das war viel. Sterzig, du bist dran. Zustechen. Hinterhalt. Erhöht die kritische Trefferchance zusätzlich um 30%. Siste. Also da sind 3%, da will ich nicht. War leider kein Crit. Okay. So, jetzt. Wie ist denn das? Okay, hat nicht so viel Reichweite.
Dann bewegen wir uns mal hier hin. Ist so High Ground oder so wichtig? Geht das? Nee. Laufen. So, ein Punkt verbraucht. Gut. Jetzt ist er dran. 5 Schaden. Ist ja nichts. Oh, aber vergiftet, oder? Okay. Okay. Ja, wie machen wir das? Also, I guess so. Und genau, beenden. Na, ah, dann kriegt es Giftschaden. So. Und Henno macht jetzt hier. Ah, da ist eine Prozentanzeige. 100%. Also ich treffe auf jeden. Und es wird tödlich. Zack. Gut. Aha, das war jetzt Moral. Ja. Jetzt wird der Schaden erhöht. Deutlich. Okay. Ja, bewegen wir uns nochmal näher ran. Ich schätze, man erhöht dadurch die Trefferchance. So, jetzt Sterzig nochmal dran. Der kann da nochmal reinrasieren. 9 bis 11. Je nachdem wahrscheinlich. Achso, 9 bis 11. Und dann nochmal ob Crit, ne? Um 30%. Ja gut, war jetzt wieder kein Crit, ne? Und Low Roll. Okay. So. Ne, Kalle. Sehr gut. Dann mal hinten ran. So. Jetzt macht es 6 Schaden. Okay, ja. War's das. Gut, das Blut sieht jetzt... Naja. Okay. Ein Bogen. Jagdbogen. Geschick plus 3. Kapazität, bösartiger Schuss. Also die Items oder die Waffen bringen einen die Fähigkeiten. Das finde ich sehr nice. Stoff. Menschliche Gebeine. Okay. 42 EP, 9 Einfluss. Das, wir nehmen alles mit, ja. Die Gebeine auch. So. Alles reparieren. Repariert beschädigte Rüstung und Schilde mit eurem Rohmaterialien. Werden die irgendwo angezeigt? Nee, ne? Machen wir. Kalle scheint Level Up zu sein. Ja. Okay, hier oben. Fertigkeitspunkte. Vorhut, Zertrümmerer, Zerstörer. Ach, das sind jetzt auch wieder Fähigkeiten für diese Fertigkeitspunkte, ja? Zieht sich zurück und greift in gerader Linie an. Fügt allen Einheiten auf dem Weg 4 Schaden zu und bewirkt eine Runde lang eine Verlangsamung. Vergifteter Aufschlag. Fügt allen Einheiten im Bereich 8 Schaden zu, also AOE. Bewirkt bei blutenden Einheiten 2 Gift. Aha. Und der schwächt 3 Runden lang. Das ist eher so ein, ja... Ja, I guess, das macht am meisten Sinn, aber da muss ich, ach, es gibt auch einen Stärke, okay, Verfassung plus 5. Machen wir mal das. So, und dann darf ich jetzt eine Sache auswählen? 2 Stärke klingt am besten, oder? Tatsache, eine Sache. Okay. Dann weiter. Und jetzt gucken wir uns nochmal Henno an. Was hat er für einen Bogen? Schlechteren. Gut. 3 bis 6 und stößt es 2 Meter zurück. Ja, weniger Schaden. Aber stößt zurück. Und erhöht Geschicklichkeit. Ja, und damit auch kritische Treffer. Gucken wir mal, ja. Okay. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Grafschaft, sonst was. Das gab Erz. Da ist eine Stallung. Gehen wir mal hin. Mich nervt, dass man nicht rein- und rauszoomen kann. Also sorry, aber das nervt mich halt wirklich krass. Ich bin das so gewohnt durch Mount & Blade und Battle Brothers, dass man sich auch da mal die Welt anguckt, in der man sich aufhält. Na gut. I guess, man kann nicht alles haben. So. Jetzt können wir jetzt... Das ist so ein bisschen wie bei so einem... Aha. Wie heißen nochmal diese Spiele? So wie Desperados oder... Also generell der Vibe irgendwie. Auch die Grafik.
Und die Darstellung und so die Perspektive erinnert voll an so Desperados oder Legende von hier Robin Hood oder Shadow Ninjas oder so, Shadow Samurai, ne, diese, wie heißt da das Genre? Habe ich gerade nicht im Kopf. Gut, Fass untersuchen? Können wir stehlen? Okay, krass. Können die Ponys untersuchen und mit ihnen sprechen? Diese Kreatur scheint euch darum zu betteln, sie mitzunehmen. Und dann kann ich adoptieren, krass. Okay, wir sprechen mal mit Herwid. Ich bin jetzt ein bisschen über dem Inventar, weil da ist eh noch nichts Interessantes. Wenn ich daran denke, wie viele Leute ihre Pferde nicht beschlagen, möchte ich mir die wenigen Haare ausreißen, die ich noch habe. Okay, also ich könnte hier jetzt Hufeisen bekommen. Bewegungsgeschwindigkeit in der Welt erhöht. Das ist strong. Wenn ihr bei uns ein Pferd kauft, bekommt ihr die Hufeisen gratis dazu. Kostet 50. Wie viel habe ich denn? 100. Digga, 50? Okay, wir können aber auch zum Beispiel den Bogen für 30 verkaufen. Das geht jetzt instant. Ja, jetzt habe ich 130. Ja, seht ihr nicht, oder? Doch, oben rechts. Super. Ich kaufe die jetzt einmal, aber nicht drei, ne? Super. Ja, ein Pferd brauche ich nicht kaufen, ich habe ja eins. So, was mit dir? Auch wenn der Krieg in Edoran ein Segen für mein Geschäft ist, tun mir meine armen Pferde einfach unglaublich leid. Ich sehe, dass ihr keine Soldaten seid. Nehmt sie mit, wenn ihr könnt, sonst würden sie höchstwahrscheinlich ohne eigenes Verschulden tot auf dem Schlachtfeld enden. Nee, alle Dude, ne? Alle Dude. Ciao. So. Aha. Das zeige ich nochmal. Wir können lagern. Nochmal Pause. Inventar. Kompendium. Wissen. Werkstatt. Okay, wir können hier richtig Sachen herstellen. Krass. Wofür wir Ressourcen brauchen, um dann wahrscheinlich unseren Trupp wirklich passiv immer weiter zu verbessern. Die Sachen geben alle Boni. Oder ermöglichen, ne, Aktionen, die man sonst nicht, zum Beispiel so ein Zelt, kann man für jeden Gefährten anscheinend machen und der zugewiesene Gefährte stellt ein so einen Fertigkeitspunkt pro Rast wieder mehr her, Tapferkeitspunkt. Kochtopf, dann können wir Mahlzeiten zubereiten, die im Trupp Boni gewähren, also Buffs. Fackeln, mehr Sehvermögen, mehr, okay. Und hier haben wir noch nicht bekannte Sachen. Ja, interessant. So, und Pfade. Aha. Der Pfad der Kraft und der Macht ist voller Gefahren und furchterregender Feinde, doch Ruhm erwartet jene, die ihn meistern. Schmiedet die beste Rüstung, rekrutiert die tapfersten Gefährten und kämpft, auf dass euer Name auch in den entferntesten Winkeln der fünf Königreiche erhalle. Stufe 2, maximale Treffer. Okay, wir leveln und bekommen auch hier dann Boni. Spiel wirkt irgendwie dadurch einfacher. Also einfach viel spielen bringt dann schon viel. Der Kampf wirkte jetzt auch nicht sonderlich schwer. Handel und Wohlstand. Also wir können hier... Achso, es gibt 4 Kategorien, in denen wir leveln. Ist wahrscheinlich dann so ein bisschen wie bei so Elder Scrolls Teilen oder so. Learning by doing. Das heißt, es passiert einfach passiv, je nachdem, ob wir, also was wir machen, ja. Okay, gut, wir gehen einfach mal weiter, I guess. Folgen mal der Street, oder? Guck mal, hier ist direkt was. Untersuchen. Stoff. Geil. Es erinnert mich so ein bisschen an Tarkov oder so, oder DayZ. Mann, es gibt übel viel... Gebäude, Truhen, Objekte in der Welt. Da kann man einfach mal gucken, ob man da was von bekommt. So, was ist das hier? Ein Händler? Eine Karawane? Das sind 4 Leute. Alter Junge, die sehen aber schon gewappnet aus, ne? Ah, die handeln aber wirklich. Seil, Dietrich, Kletterhaken.
Und ich kann die angreifen. Krass. Ja, nee, ciao. Okay, hier ist eine Siedlung. So, wie ist es hier mit... Oha. Ist aber schön, dass alles irgendwie so... Ach, krass, es geht sogar live weiter. Ich sitze hier noch mitten im Bild, ne? Sorry. Meister Huan Schmiede. Rathaus, Markt der drei Hasen, Apotheke. So, wir gehen erstmal ins Gasthaus. Das ist ja das Erste, was man macht. Ne? So, hier ist lila und grün. Abgesandter. Guck mal, da sind doch Missionen, oder? Such dir Arbeit. Unsere Aufgabe als Abgesandte ist es, dafür zu sorgen, dass allen Dienstersuchern nachgekommen wird. Wir aktualisieren unser Stellenangebot regelmäßig. Überprüfen. Bitte um Hilfe. Verzweifelte Flüchtlinge. Immer wieder lauern Banditen am Straßenrand den Konvois und anderen Reisenden auf. Wenn das nicht sofort ein Ende hat, wird es keinen Händler mehr wagen. Durch bla. Also Banditen auflauern. Ja. Schwierigkeit einfach. Nehmen wir direkt an. Alter, was man hier für eine Auswahl hat. Wenn ich überlege, wie krass ich in Battle Brothers erstmal nach geeigneten Aufträgen suchen muss, wodurch man kann drei gleichzeitig annehmen. Ipphards Mannschaft ist in dieser Gegend für unzählige Viehdiebstähle verantwortlich. Die wütenden Bauern haben Geld gesammelt, um diese Verbrechensserie ein Ende. Einfach. Abfahrt. Hat dann richtig hier auf der Minimap direkt dir zeigt. Ja, wie weit weg das auch ist. Okay. Gut. Cool. Was ist lila? Kann ich dich einstellen? Der Informant. Psst. Ihr da. Ja. Wollt ihr ein A? Sucht ihr Arbeit? Ich hätte da ein paar Tipps für euch und könnte euch die lukrativsten Missionen zeigen. Bei denen springt um einiges mehr raus als die mitgängigen Belohnungen, die die Söldnergilde zu bieten hat. Also hier kaufen wir für Einfluss Aufträge. Krass. Zurück. Escape? Nee. Achso, der redet noch weiter. Natürlich müsst ihr euch dann mit den Auftraggebern treffen und euch in die Angelegenheit. Also er vermittelt, ja. Ciao. Dann. Das sind safe Leute, die wir rekrutieren können, oder? Mit so Gepäck. Ja. Rekrutieren. Kostet ja. Okay. Okay. Und die können wir richtig cool. Okay, man weiß vorher schon, wie gut die sind. Es sind ja wahrscheinlich auch Random Rolls, ne? Ja, das gefällt mir, glaube ich, nicht so gut, oder? Also es kommt drauf an. Es kommt echt drauf an. Man kann ja wahrscheinlich sogar. Wo steht denn die Klasse? Eigenschaften stark? Das heißt, die können auch spezielle Traits haben. Rolling, aha. Blutdürstig. Okay, und hier? Selbstbewusst. Und dickes, dickes Schwert. Gut, okay. Ja, und der Wirt? Aha. Hier kann ich rasten. Das kostet Geld. Aber man stellt diese Punkte wieder her. Apfelpfannkuchen. Rezept Apfelpfannkuchen. Aha, cool. Weinbrand. Gut. Okay, wir haben Aufträge. Den gehen wir, glaube ich, erstmal nach. Apotheke ist, glaube ich, klar. Ja, da kriegt man halt Healing und so. Herstellen können wir sogar herstellen. Okay. Brauchen wir wahrscheinlich die Rezepte. Kann man da wahrscheinlich kaufen. So, Markt der drei Hasen. Hier findet man wahrscheinlich gebrauchte Artikel. Gibt es auch verschiedene Stationen. Hier ist einfach eine Bettlerin, denen wir etwas geben können. Kriegt man vielleicht so Insider? Weiß ich nicht. So. Eisenerz, Wollstoff, Fett, Leder, Keramik. Das blau ist. Ist ein Handelsgut. Das finde ich nice, dass es auch Handelsgüter gibt. Oder ist noch ein Obdachloser? So, hier gibt es Hackwurst. Jawohl. Das ist quasi die Discounter Fleischtheke. Ehre. Nicht? So, dann. Ah, das ist schon deutlich besser hier. Schön Sellerie und so. Okay. Aber Waffen? Dann doch nur bei der Schmiede, ja?
Es hat irgendwie so ein Vibe, dass man stöbert. Also was in dem Spiel auf jeden Fall dazu kommt, sind Berufe, das merkt man so. Man kann sehr viel selber herstellen, es gibt Rezepte, das ist sehr, sehr geil. Okay, aber man darf den nur benutzen, wenn man Geld hat. Rohmaterialien, Carbon. Gut, ich kann nirgendwo Waffen kaufen? Rathaus? Oh, Maschallah. Bürgermeisterin Gontront. Seid ihr etwa Söldner? Ihr solltet wissen, dass wir Flüchtlinge in dieser Gegend nicht gerne sehen. Warum fragt ihr? Weil sie unsere Wege schon überrannt haben und jetzt auf die Straße gehen. Erdogan schien Beine im Maul. Also es gibt offensichtlich Krieg im Land, ne? Okay, gut. Dann. Wo? Hoppala, mit WASD ist mit Pfeiltasten? Nee, also. Gehen. Aha, so. Wo ist denn unsere Aufgabe jetzt? Okay, so haben sie es gelöst. Ja. Ich fände es cooler, könnte man richtig rauszoomen, ne? Da könnte man wahrscheinlich hier angeln. Seht ihr jetzt gerade nicht? Immer wo es blinkt. Ja. So, da können wir Ressourcen. Und Ressourcenfarm ist auch so ein Ding. Also, oh, da sind Wildschweine. Habt ihr es gesehen? Also man kann wahrscheinlich auch, könnte ich mir. Oh, da ist eine Schlacht passiert oder so. Ah, nix drin. 12 Kronen. Ehre. Okay. Ich glaube, das ist gewöhnungsbedürftig, ja, dass das so ist. M. Ja. Oh, da ist irgendein befestigtes Lager. Finstere Höhle. Gibt es auch so eine Art Dungeons? Fortschritte. Bei euren Entdeckungen haben Wissenspunkte eingebracht. Weil ich jetzt die Höhle entdeckt habe. Wir können Dinge erlernen. What? Okay, Moment. Wir haben 15 Wissen erhalten, weil wir was entdeckt haben. Was stand da nicht? Ich gehe von der Höhle aus. Und das hat uns. Dieses Wissen können wir jetzt einsetzen. Entdeckt neue Gebiete, um euren Fortschrittsbalken zu füllen und Wissenspunkte zu verdienen. Okay, wir haben 15 Wissenspunkte. Wir können laufen. Ich glaube, das ist hier auf der Oberwelt. Also wir können mit Shift kurz rennen. Bewegungsgeschwindigkeit in der Welt um 5% erhöht. Das ist insane. Rationierung. Okay, das ist halt alles ziemlich gut. Also man macht wirklich einfach durch viel Spielen sich das Spiel immer einfacher. Ja? Also Sold um 10% verringert. Einfach so. Hier erhaltene Krone um 5% erhöht am Kampf. Das ist alles sehr sick. Also man wird halt immer effizienter, wenn man einfach viel spielt. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ist halt, ja, ist halt einsteigerfreundlicher, ne? Also Bewegungsgeschwindigkeit ist, glaube ich, sehr strong. Das bringt mich darauf. Wir haben doch die Hufe. Muss ich die irgendwie ausrüsten? Ich glaube schon, oder? Falco. So. Okay, Außenposten der Wache, okay. Wo weit sind wir denn? Okay, einfach geradeaus. Ja, dann gehen wir mal in den Wald, oder? Das ist alles. Das ist der Spielraum für Scrollen. Da kann man sich auch sparen. Also kann man es nicht. Da kann man sich. Und jetzt kann ich auf einmal nicht mehr scrollen. Doch jetzt wieder. Nee, doch. Okay, wir sind übrigens da. Das sind die. Oder? Das sind die Banditen. Zugriff. Ipphard das Wiesel, Unteroffizier. Kopfgeld Ipphards Mannschaft, 130. Stufe 2 Scherge, kämpfen. Hier fehlt irgendwie ein bisschen Mucke. Gut, Kritik wurde erhört. So, Tamumba, ich würde sagen, du gehst jetzt volle Kanne. Oh, da war eine Bärenfalle. LOL. So und aufschneiden. Junge, haben die viel Leben. Okay. Krass. Gut.
Erste Hilfe wird, glaube ich. Okay. Na gut. So, jetzt ist er dran. Der wirft Äxte. Ach du Scheiße. Vielleicht hätte ich die erstmal kommen lassen sollen. Gerade wenn ich Range habe. Also der Kampf eben war so easy. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich ein Two-Shot bin. Krass. Erstmal die Ads. Muss. Ist jetzt doof, weil ich... Okay, geil. Ich glaube, jetzt kann Sterzig da raus. Ein bisschen zurück. Kannst du da raus? Ja, offensichtlich. Warte, vorher hitten wir einmal an. So, und jetzt verpissen wir uns. Geil. Jetzt er wieder dran. Sag mal, hat man die Chance zu... Hat man irgendwie die Chance zu blocken oder so? Wie? Oh Gott. Kann ich mir die angucken? Abwehr 10%. Rüstung 2. Okay, das Schild ist scheißegal. Noch. Ja, Tamumbas Rippe. So, jetzt, ach, das schwächt auch. Aber ich glaube, den Punkt hätte ich mir aufheben sollen. Okay, ich würde gern... Boah. Uff. Ich sehe nicht, wie ich diesen Fight gewinnen soll. Das sind ja alles Two-Shots. Ich glaube, ich hätte... nee, also ist auch egal. Ich war gerade am Überlegen, ob ich... ach so, erwische ich auch sie. So, nur ihn. Ja, Digga, also... Eine Einheit droht zu sterben. Sie kann sich nur noch bewegen und wird endgültig sterben, wenn sie noch mehr Schaden erleidet. Heilt sie und sie wird wieder kämpfen. Okay, sie ist jetzt nur außer Gefecht. Ja, gut, ja, wenn ich jetzt mit Sterzig da rangehe, ist er tot. Aber nur er kann heilen. Warte mal. Ich muss ihn irgendwie da ran sneaken. Du wirst weggeschossen, oder? Nee, der macht... Also Kalle macht mit Abstand am meisten Schaden, ja. So. Okay, immerhin hat Kalle 20 Leben. So, jetzt Tamumba dran. Hä, die kann jetzt einfach reinhauen? Okay. Okay. Du musst weg. So. Das ist schwierig, Kali, ne? Okay, ich kann es gerade noch nicht so deuten. Ja. So, du heilst jetzt Tamumba. Oh, ich habe keinen Punkt mehr. Ich habe gar keinen Punkt mehr. Eieiei. Gut, jetzt wird hier echt gut geblockt. Schade. Schwierig. Ja, ja, sie kann einfach nicht mehr kämpfen. Kann sie noch bewegen, aber nicht mehr kämpfen. Ja, Kalle ist jetzt RIP. Nee, beide gerne. Hä? Wieso? Hä, es konnte ich doch immer bewegen. Wahrscheinlich, weil er jetzt auf ihn hier fokussiert ist.
Ja, ich glaube, jetzt heißt es Do or Die, ja. Nee, du sollst dich bewegen. So. Oh, 6 Schaden, sehr gut. So, Kall ist jetzt auch RIP. Beziehungsweise Todgeweiht. Ja, dann versuche ich jetzt hier weiter Druck zu machen und zu kiten. Und Stärze kitet mal ein bisschen mit. Oh, okay. Okay, verstanden. Na gut. Da war ich's mal wieder. Das wusste ich nicht, sonst hätte ich das natürlich auch alles ein bisschen anders gemacht. Gut, kann man hier richtig kiten? Also, ne? Speerwurf. Ui. Aha. Ja, nächstes Mal, wa? Aha. Gut, warten wir erstmal, lassen wir sie kommen. Den würde ich gerne ausschalten. Sehr gut, das sieht sehr gut aus. Wurfspeer. Gut, macht auch nur 3 Schaden. Aber er ist ja kein Range. Dann wäre das schon gut. Zack. Und weg mit dir. Ja, irgendwann ist Sackgasse, ne? Und weg. Okay, kann aber deutlich weniger wegrennen, ja? Wenn das Sinn macht. Man kann ja mega krass kiten. Hat er sich ein bisschen gehalten? Oh, der wirft Echse, ja. Oh! Nee, nicht ganz. Gut, dann schau. Okay, die sind auch instant tot. Super. So. Ja. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Okay, irgendwann ist natürlich auch Schicht. Da oben ist noch ein Speer. Dann versuchen wir mal, irgendwie zum Speer zu manövrieren. Die kann ja gar nicht laufen. Habe ich unendlich Pfeile? Glaube ja. So, jetzt muss er sich entscheiden. Ich kann die ja so Ewigkeiten, wenn ich unendlich Muni habe. So, auf zum Wurfspeer. Durch den Bogen kann ich sie wahrscheinlich auch vor allem endlos kiten. Ist das räudig. Oh. Ah gut, okay. Hat sie mich verarscht, ne? Eieiei, okay. Ja, dann nochmal so. Das ist schon ein bisschen weird, muss ich sagen, alles. Aha. Also ist auf jeden Fall was anderes. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. So, er... Man kann doch nicht warten. Also ist echt nur... Ja. So, jetzt. Eine neue Runde beginnt. Gut. Machen wir mal nur einen Tucken. Ich glaube, die KI funktioniert so echt, wer näher ist. Also muss ich, glaube ich, erstmal hier so hin. Ja. Gut. So, jetzt machen wir mal erst mit ihm. Du holst den Wurfspeer. So, und wir versuchen jetzt hier irgendwie mal... Achso. Lol. Ich war kurz, hä? Aber ich musste erstmal einen Zug beenden von Sterzig. So, Abfahrt. Ich kann die, also wenn ich wirklich keine Munition habe, kann ich die so endlos kiten. Easy win. Also wirklich easy win. 6 Meter. Ciao. So, auf zum Wurfspeer. Ja, krass. Okay. Hm. Interessantes Gameplay. Da ist der Wurfspeer.
So, dann kalten wir jetzt mal dahin. Die ist halt ultra lahm. Also die ist halt sehr beheblich. Sag mal das so. Es ist jetzt nicht sehr attraktives Gameplay, muss ich sagen. Aber gut. Min-Maxing ist irgendwie... Ja, okay. So. Rüstung haben wir durch, Leute. Nicht mehr lang. Ja. Okay. Speer. So. Die kann halt gefühlt einen Meter gehen. Das ist insane. Ich muss ja sogar wieder entgegengehen. Ja. So. Gut. Auf ein spannendes Duell. Ich mach Klima an. Das, also, ich komme hier gerade ins Schwitzen, ne, bei diesem Gameplay. So. Es ist eher so. Also, sorry, aber was ist das hier? Also, was passiert? Es ist ja. Hä? Was ist das für ein Gameplay? Es ist ja übel räudig. Was muss sie denn denken? Ich meine, übelster Babo two-shotet alles. Aber kommt einfach überhaupt nicht ran. Also, ich glaube, ich brauche mich nicht mal bewegen. Ja, doch, ein bisschen. Nee, warte. Erst sterzig. Ja, aber darf sie auch nicht... Nee, dann ist er ja... Dann ist er ja... Nee. Machen wir das so. Jetzt... Ja, Henno, Hypercarry, ne? Muss man schon sagen. Also, ups. Ach, man sieht doch richtig die Fähigkeiten. Krass. Ciao. Ich habe auch noch nie nicht getroffen, ne? Also ich glaube... Ihr müsst 57 Sold zahlen? Hä? Also das Spiel auf der... Dings... Über Oberwelt läuft weiter während des Kampfes? Auch interessant. Also es gibt so ein paar Sachen echt, da merkt man, ja, das ist schon deutlich anders als jetzt in Battle Brothers. Und da gibt es gute und schlechte Aspekte, wie ich finde. So. Ciao. Was passiert jetzt? Sind die Wölche gestorben? Eure Gruppe ist übermüdet. Wenn ihr weitergeht, könnten eure Gefährten an Erschöpfung sterben. Ihr sollt euch wirklich ausruhen. So, also. Es war ihr letzter Kampf. Diesen Wölche RIP. Finde ich sehr gut. Ja. Gebeine nehme ich mal mit. Wir reparieren alles und behandeln alles. So, ordentlich Level up. Man kann ja auch wirklich einen Beruf zuweisen. Okay, was haben wir hier? Also, du bist so ein krasser Dolch, Sterzig. So ein krasser Dolch-Typ. Ja, man kann richtig Crit erhöhen. Um 25%? Nee. Das ist der kritische Schaden, wollte schon sagen. Um 2%. Tapfere Kühnheit. Jedes Mal, wenn ihr eine Einheit, diese Einheit, ihren Zug neben einem Gegner beendet, ohne in einen Kampf verwickelt zu sein, erhaltet ihr einen Tapferkeitspunkt. Alter! Das bringt sehr viel Utility. Jedes Mal, wenn diese Einheit einen Gegner tötet, erhaltet ihr einen. Oh, krass. Jedes Mal, wenn diese Einheit ihren Zug neben einem Verbündeten beendet, ohne in einem Kampf verwickelt zu sein, das ist brilliant. Neben dem Gegner ist schon. Ja. Jetzt würde mich interessieren, kann ich ja zum Beispiel nur hier als nächstes leveln? So. Ja, Crit, ja, auf jeden. So. Dann jetzt Henno. Wait. Der hat genau die gleichen Sachen. Hä? Sterzig ist Waldläufer. Henno ist Bogenschütze.
Warum habe ich hier... Ich glaube, das ist nur auf der Ebene. Wenn man hier mal guckt, Jäger, bla. Ja, hier ist das schon was anderes. Okay. Also das ist so eine Art Groundworking. Verstehe. Cool. Und dann wird spezifischer. Ja, dann machen die das. Dann mache ich das jetzt einfach mit. Ey, imagine, man hat zwei Bogenschützen und beide haben tapfere Unterstützung. Also man snowballt ja. Also Mann, Mann. Okay, krass. So, Willenskraft, was macht das? Erhöht kritische Treffer und die Moral des Trupps. Verfassung? Wie viel Gesundheit die Einheit hat. Ja, ich würde Bewegung hochmachen. Also man hat es gesehen, wie viel Bewegung ausmacht. Das ist ja komplett busted. Gut. Krass. Also, okay, wir müssen unbedingt lagern. Die Rast füllt die Ermüdungseinheit und stellt Tapferkeitspunkte wieder her. Und beschleunigt die Zeit. Gut. Ihr könnt das Lagerfeuer benutzen, um euren Trupp zu bezahlen und zu verpflegen. Zugewiesene Gefährte generiert ein Zufriedenheit. Bewegen? Okay, da kann ich, glaube ich, irgendeinen Beruf ausüben. Geh du mal auch ins Feuer. Hey, krass, okay. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier noch richtig viel wird. Mit unterschiedlichen Stationen. Wir haben schon Zelte gesehen, uns durchgelesen. Irgendwelche Workstations. Okay, ich mach mal Rechtsklick. Aha. Mahlzeiten. Vorher konnten wir gar nicht rasten. Okay, es braucht Mahlzeiten. Hey, wir hätten auch nicht zahlen können? Verstehe ich nicht. So, zwei Aktionspunkte. Truppe ist gut ausgeruht. Zufriedenheit um 2 erhöht. Ihr habt folgenden Bonus erhalten. Maximale Tapferkeitspunkte um 1 erhöht. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt nicht den da... Ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Art Bonus war. Den soll. Nee, okay. Das... Okay, doch nicht. Weil dann hätte es ja sein können... Na gut, wir gehen erstmal zurück. Oh, da ist noch was. Oh, wir sind, glaube ich, überladen. Kann ich das rauswerfen? Ja, geil. Okay. Das ist intuitiv. Ja, ich muss sagen, sehr interessantes Game. Man merkt aber, und das geht mir so ein bisschen gegen den Strich, aber da weiß ich auch nicht so genau. Ah, es gibt auch übrigens Haltbarkeit. Anscheinend, ne, wenn die Rüstung hier rot ist, da steht auch Rüstung 0 von 8. Hm. Was mir so ein bisschen gegen den Strich geht, ich glaube, ihr habt es schon gemerkt, ist, das Game ist halt nicht Hardcore. Also deutlich weniger. Ja, es ist kein so schweres Game, wie jetzt im Vergleich natürlich Battle Brothers. Und da vergleiche ich knallhart. Macht, glaube ich, auch nur Sinn. Es ist trotzdem nicht einfach, hat man gesehen. Aber jetzt bin ich auch schlauer. So, jetzt gucken wir mal. Quest abgeben. Kopfgeld kassieren. Geil. Wäre witzig gewesen, hätte ich jetzt die Gebeine von ihr mitnehmen müssen. Schade eigentlich, dass dem nicht so ist. Okay. Also wenn der Auftrag einfach war, würde mich interessieren, was ein schwerer ist, ne? Gut. Also, ich würde mal Fazit ziehen. Ich finde, dass die Blaupause von Battle Brothers wurde hier sehr schön aufgenommen und auch adaptiert. Also dieses ganze Berufethema und auch die, also was ich gameplay-technisch richtig stark finde, ist das System rund um die Tapferkeitspunkte herum. Weil das bringt sehr viel Utility mit in das Gameplay. Davon hat man jetzt natürlich noch fast gar nichts wahrscheinlich gesehen. Aber
ich beschwöre das herauf vor meinem inneren Auge, dass dem so wird. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich glaube, es gibt viele, die War Tales gezockt haben von euch. Könnt ihr ja mal euren Senf dazu geben, wie so Late Game aussieht. So einen Eindruck schildern. Dann, ich finde, ja, die Darstellung ist geil. So, auch so dieses, ne, eine Ortschaft betreten, wie das dann so aufgebaut ist. Wie man interagiert mit den Dingen, das ist deutlich charmanter gelöst. Wenngleich auch, ich sagen muss, ich finde jetzt diese Oberwelt-Map nicht so geil. Weil ich nicht krass rausscrollen kann und mir kein dynamisches Bild machen kann von der Welt. Stattdessen habe ich das hier. Ist aber auch wiederum geil. Ja, Moment. Mir geht gerade ein Lichtlein auf. Also, man hat, also das ist halt tatsächlich sogar mehr Hardcore. So, wenn ihr versteht, was ich meine. Früher, zu einer Zeit, da wart ihr alle noch nicht auf der Welt, ist ja auch in Ordnung. Da gab es noch keine Maps in Spielen. Es gab keine Minimap, es gab keine Weltmap, es gab gar nichts. Es gab die Welt und die Leute haben auf dem DIN A4-Papier angefangen, sich das abstrakt zu verbildlichen und selber eine Map gemalt, physisch in echt. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Sorgt aber dafür, dass man natürlich deutlich mehr reingesogen wird. Ja, und deutlich höherer Survival-Aspekt drin ist. Und das finde ich ganz geil, dass man eben nicht die Möglichkeit, also ja, ich muss mich korrigieren, ich finde es geil, dass man nicht jetzt krass rausscrollen kann, auch wenn ich das bisschen gescrolle jetzt nicht verstehe, also näher ran, sollte schon näher. Aber man kann eben nicht direkt die ganze Map sehen und muss erstmal alles sich erkunden und erarbeiten. Und das birgt ja auch ganz vieles, ja. Also gute Stationen, die man abgrasen kann oder ein guter Spot, wo man krasse Waffen herbekommt, sich gut versorgen kann. Ein guter Spot, wo man regelmäßig gute Aufgaben bekommt. Das muss man sich dadurch erstmal erarbeiten bzw. ergründen hier anhand der Karte. Ich glaube, das kann sehr geil sein. Und offensichtlich gilt es ja auch hier mit diesen Fragezeichen, die Geschichte einer Region zu erforschen. Also das kann auch richtig Spaß machen dadurch. Gut, dann gibt es so Aspekte wie das Kompendium. Das muss ich sagen, finde ich sehr nice, wenn es auch das Spiel viel zu einfach macht. Könnte ich mir vorstellen. Gerade wenn man hier durch ist. Aber ist natürlich auch ein nicer Grind irgendwo. So, das, also alles mit Berufen feiere ich brutal. Finde ich sehr, sehr geil. Dann dieses Pfadesystem finde ich auch sehr gut. Aber man wird, glaube ich, auch dann sehr schnell, wird das Spiel zu einfach. Ja. Und dann dieses, ja, das war das, genau. Aber alles in allem sehr geiles Game im Early Access. Northgard hat aber gezeigt, dass die Early Access sehr gut drauf haben und das gut durchführen, würde ich behaupten. Ja, das wäre es mit meinem Eindruck von dem Game. Ich werde das privat jetzt auf jeden Fall, ich werde Battle Brothers jetzt erstmal zu einem Punkt bespielen, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich habe alles einmal gesehen. Dann werde ich mir dieses Game angucken. Und dann komme ich vielleicht irgendwann mal zurück. Bei Battle Brothers gibt es ja sehr schöne Einstellungsmöglichkeiten, wie man so ein Spiel bestreitet. Da gibt es ultra krasse Schwierigkeitsgrade. Hätte ich Bock, das vielleicht mal in einem Stream oder in einer kurzen Reihe euch zu zeigen. War so eine Idee von mir. Aber mal gucken. Gut, ich würde sagen, wir beenden das Video erstmal. Hat mir Spaß gemacht. War also natürlich mit einem sehr kritischen Auge, weil ich gerade, es ist einfach die Natur der Sache bei mir gerade. Bin gerade ein Riesenfan von Battle Brothers und super süchtig. Ihr habt es mitbekommen. Deswegen hier ein sehr kritisches Auge, aber ich bin natürlich ein Riesenfan, dass das Genre, soweit man das so überhaupt schon greifen kann, hier Verstärkung bekommt. Ist ja nur positiv, ne? So, ich verabschiede mich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schreibt, falls ihr War Tales gespielt habt. Es ist recht teuer. Na, wobei, nee. Nee. Nee, es ist nicht recht teuer. Für einen Early Access Titel weiß ich nicht. Also, im Verhältnis ist es vielleicht relativ teuer. Aber Games an sich sind eh viel zu billig. Also, hands down. Gut. Wir sehen uns. Tschüssi.